Wegen des Streites um das U-Boot-Geschäft mit Australien sieht Frankreich das Verhältnis innerhalb der NATO schwer belastet. Ganz undiplomatisch deutliche Worte kamen von Frankreichs Außenminister Le Drian. Er sprach von Lügen und Vertrauensbruch und stellte die Stärke der Allianz mit den Vereinigten Staaten in Frage. Zuvor hatte Paris seine Botschafter aus den USA und Australien zu Konsultationen zurückgerufen. Australien hatte ja vergangenen Donnerstag bekannt gegeben, sich wegen der neuen Sicherheitsallianz mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien 8 US-U-Boote mit Atomantrieb zu beschaffen. Und damit wurde der 56 Milliarden Euro-Deal mit Frankreich von 2016 zurückgezogen. Eigentlich sollten ja 12 französische U-Boote mit konventionellem Antrieb nach Down Under geliefert werden.